Ey, das ist aber nicht dein Ernst. Wie viel Kohle habt ihr denn hier reingesteckt? Wir haben hier 1 Million investiert, etwas über 1 Million. Ist so emotionslos bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, der Frank kann Feierabend machen. Heute kommt, glaube ich, keiner mehr. Ja, große Hoffnung mache ich mir auch nicht. Ja, komm, ich hier mal. Ja. Was los? Doch, der Sonntag war mal wieder nicht das, was wir uns erhofft hatten, wa? Nee, hab auch schon besser gehabt. Was hast du jetzt hier noch großartig? Ja, jetzt haben wir eben gerade noch einen Salat reingekriegt. Von der Hinterhalle oder so? Ja. Ja, und nochmal eben gleich noch ein bisschen putzen. Wenn nichts los ist, dann ist das noch nicht so ein tolles Gefühl. Das finde ich ein bisschen scheiße dann. Und kann man nichts gegen ändern. Wo bleiben die Leute? Wo sind die? Wir haben alle keine Lösung mehr. Leute, ich habe keine Ahnung, aber hier muss es irgendwo sein. Man hätte es aber beinahe nicht gefunden, gell? Steht auch nicht so ganz groß dran, ne, Satza? Nur so. Von hier sieht es mehr so aus wie so. Eine Turnhalle, gell? Oder eine Turnhalle, genau. Ich hätte gerne den kleinen Bauernsalat als Vorspeise. Ja. Und die gebratene Dorade zum Hauptgang. Ich hätte gerne die Hühnersuppe und dann das Rumpsteak von der Tagesempfehlung. Also das, was die Kochprofis hier bestellt haben, das ist der normale Standard, was alle essen. Da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Man muss ja immer hin und her laufen. Sonst habe ich ja teilweise eine Küchenhilfe, der ich Bescheid sagen kann, die mir zumindest schon mal die Vorspeisen vorbereitet, die Suppen, Salate und so weiter. Aber heute muss ich leider Gottes Willen alles alleine machen. Der Frank, der musste lernen, sich selber zu organisieren, selber die Küche auch zu leiten. Und das hat er einfach noch nicht so drauf. Das sind aber alles frische Zutaten. Ja, soweit haben wir es ja Gott sei Dank geschafft. Ich würde hoffen, dass den dreien das schmeckt. Um den Essgenuss etwas zu steigern, könnte man den Fisch ein bisschen besser vorbereiten einfach. Also die ganzen Flossen weg, hier oben ein bisschen weg. Selten einen Koch erlebt auf unseren Einsätzen, der den Strunk an der kleinen Kirschtomate rausschneidet. Das hat er bestimmt von dir gesehen, mal hin. Weil ich lasse ihn immer drin. Warum kommt hier? Das ist mit der schönsten, wo man ein bisschen fahren. Richtig. Und warum kommt hier kein Mensch her? Und was denkst du, woran liegt es, dass hier so wenig los ist? Also an deiner Kunst oder machen sie welche? Sag mal ehrlich. Also ich habe teilweise auch mitgekriegt, viele wissen gar nicht, dass wir hier mit einem Restaurant dran haben. Ja. Also auch von drüben oder so, dann gucken sie erstmal ganz begeistert, wie ihr habt ein Restaurant dabei und ja. So. Ne? Und die wissen das teilweise halt gar nicht. Und die sagen auch, das ist schlecht ausgeschildert. Und wie machst du das, wenn jetzt zum Beispiel mal 4, 5 Tische auf einmal kommen, da fliegst du doch hier weg, oder? Wir haben sonst eigentlich noch eine Spülhilfe, die dann halt die Salate zumindest macht. Mhm. Man muss den zwar jeden Tag erzählen, wie die gemacht werden, aber ist dann auch egal. Meiner Meinung nach wird er in einem à la carte Service so ein bisschen überfordert sein. Das ist natürlich für einen Laden wie hier Gift. Toll. Wahnsinn. Ein traumhaftes Spieleparadies, also eigentlich alles Gegebenheiten für ein gastronomisches Konzept, das einfach laufen muss wie geschnitten Brot. Das hier ist wunderschön, es ist bunt, es ist einladend, es ist freundlich, es ist hell. Cheeseburger, Chicken Wings, das sind ja alles nicht so Dinge, wo man sagt, damit hole ich jetzt hier Kinder rein. Du musst halt versuchen, hier was Außergewöhnliches zu machen. Sonst gehen die in irgendein Schnellrestaurant, feiern da ihren Geburtstag mit dem Clown mit der roten Nase und Hast du Kinder? Nee. Du hast keine Kinder. Was uns aufgefallen ist, ich meine, Kinder ist ja hier ein großes Thema durch diesen Indoor-Spielplatz. Eure Kinderkarte, die ist extrem langweilig.
Ich meine, Bockwurst mit Brot, Chicken Nuggets, ey, oh. Wenn dann, ey, da sind ja noch nicht mal nette Namen dabei oder so. Ja, ich meine, okay, man könnte das ein bisschen netter umschreiben, aber sie fressen das wie Hulle. Ja, ja gut, ich meine, so, fressen das wie Hulle, ich meine, das ist Kassau da, ja, ich meine. Wie viel Kohle habt ihr denn hier reingesteckt? Wir haben hier 1 Million investiert, etwas über 1 Million. In das hier und in das Restaurant? Beide Sachen zusammen, ja. Oh wei. Da frage ich mich einfach, wie man da ruhig schlafen kann, wenn man so viel Schulden hat und warum man sich nicht mit allen Mitteln dagegen wehrt. Wir haben auch vorher gewusst, bevor wir den Mut aufgebracht haben, das zu investieren, dass das passieren kann. Er ist so emotionslos bei der ganzen Geschichte. Wenn wir anfangen, uns dann ja, nur noch schlechte Laune, sag ich mal, und hier alles auf Kampf, dann kommen wir nicht weiter. Ihr habt doch hier wirklich die besten Voraussetzungen, um die Bude hier rappelvoll zu haben. Ja, das hatten wir auch gemeint. Und weil aber ihr müsst ja mal Geld verdienen irgendwann, ne? Ja, das dürfte wohl ein wichtiger Punkt sein. Ja, wenn wir nicht schnell Geld verdienen, dann haben wir ein Problem. Entweder die haben Nerven aus Stahl oder sie haben einfach eine wahnsinnig dicke Haut und zeigen nicht, dass sie eigentlich am Ende sind. Ich weiß nicht, ob das eine Gleichgültigkeit ist, ob das schon Resignation ist oder ob das einfach Hoffnungslosigkeit ist, was man da am Erik sieht. Habt ihr schon mal an Vereine gedacht? E-Jugend irgendwie? Fußballverein, Ringerverein, Tischtennisverein, irgendwie sowas in der Art? Nee, da in die Richtung haben da in der Jugendarbeit einfach mal anzugreifen und Flyer auszulegen? Ja, wir haben Flyer verteilt, wir haben also verschiedene Aktionen haben wir gemacht. Das Riesenproblem, das ich hier einfach sehe, ist, dass diese beiden Flyer nicht aufeinander hinweisen. Da ist keine Referenz auf dem zu dem. Man denkt, dass hier ist irgendwie so ein Spieleparadies, wo es dann Hotdog gibt. Da steht aber nicht drauf, direkt daneben ist das tolle Restaurant für die Eltern. Also die haben sich zwar ein Konzept ausgedacht, führen es aber nicht zu Ende, meines Erachtens. Ja, und jetzt, der Weg, die Kinder hier reinzukriegen, läuft meistens über die Eltern, über die Kindergärtnerinnen oder über die Lehrer, um irgendwie dran zu kommen. Und dann muss der Weg über die Eltern laufen, weil die Kinder entscheiden natürlich nicht, wo sie hinfahren oder nicht. Doch, die Kinder bestimmen, wo sie hinwollen. Diese Kindergeschichte darf man nicht unterschätzen. Kinder haben da wirklich eine ganz deutliche Meinung. Die wird auch eigentlich von den Eltern immer akzeptiert. Und wenn die Kinder so weit sind, dass sie sagen können, Mama, Papa, wir möchten unbedingt hier in diesen Indoor-Spielplatz gehen, dann bestimmen die Kinder, wo die Eltern nämlich hingehen. Die beiden sagen zwar, sie haben alles versucht und haben viel, viel Werbung gemacht. Aber ich glaube, die haben nicht alles versucht. Ich glaube, die waren nicht aggressiv genug in ihrem Werbeverhalten. Das ist halt auch schwierig, dann immer die Leute wieder neu zu motivieren. Komm, wir machen weiter und kommt wieder ein bisschen, dann kommt man wieder einen Schritt vorwärts und dann kommt wieder ein Schlag von hinten, dann geht man wieder 5 Schritte rückwärts. Und das ist halt das Schwierige, was wir hier haben. So, unser Plan für morgen ist ein Buffet, aber das Buffet ist nur für die Kinder. Parallel dazu gibt es ein Candlelight-Dinner. Das Konzept ist eben, Candlelight-Dinner ist möglich mit Kindern. Und wirklich beide, sowohl den Indoor-Spielplatz als auch hier das tolle Restaurant, beide unter einen Hut bringen und das einfach den Gästen neu vorstellen, neue Aufmerksamkeit erwecken. Wie sieht's denn aus mit Kindergerichten? Also ich habe aber welche ausdrucken lassen, aber es... Schieß mal los, sag mal zwei. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich haben wollte, denn jetzt sind hier eigentlich nur Hühnerrezepte drauf. Und das wollte ich eigentlich nicht. Wir wollten ja deine Kreativität so ein bisschen fordern. Ja. Jetzt sag mal so ein Kindergericht. Ja, ich wollte eigentlich so einen Hähnchenspieß machen mit Ananas und Paprika, mit Currysoße. Wir dachten, wir haben es schwer, jetzt haben wir es erst recht schwer. Du musst eine Geschichte um das Essen erzählen. Wenn du sagst, du machst dem Kind jetzt einen Hühnerspieß mit Ananas und Currysoße, dann wirst du die werden ausflippen vor Begeisterung. Alibaba-Spieß. Okay. Gott sei Dank haben wir uns auch was überlegt, gell? Die Hilfe, die wir anbieten, ist wirklich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man da nicht bereit ist, auch selber einzusteigen und Initiative zu ergreifen, hat man eigentlich schon verloren. Okay, Pfifferlingssuppe ansetzen. Wie würdest du ansetzen? Ich würde mit Zwiebeln anschwitzen. Okay, also Öl in den Topf. Do it. Machen. Topf, Öl. Den Fond ansetzen für die Pfifferlingssuppe habe ich noch nie gemacht. War doch schon eine kleine Herausforderung für mich. Wir haben uns hier drin. Thymian, Pfifferlinge passt ja immer super.
Wichtig ist beim Anschwitzen farblos. Deswegen kannst du es ruhig mit dazugeben, weil du willst jetzt keine Farbe, du willst keine Röstaromen haben. Du willst es nur ein bisschen anschwitzen, das heißt Wasser raus und dass sich Aroma entfaltet, ja? Sowas fliegt nie weg. Und selbst das, was zu schlecht dafür ist, damit ziehen wir am Anfang unseren Pfifferlingsbon, ja? Das heißt also, beim Pfifferling schmeißt du an sich wirklich nichts weg. Das darfst du nicht machen, ja? Auch noch mit dazu. Rühren. Und dann löschen wir es ab. Mit der Brühe. Nee, zuerst mit Weißwein und mit Nolibra. Und nachher müssen wir, also wenn jetzt die Flüssigkeit dann weg ist, wie gesagt, dann füllen wir mit dem Pfifferlingsfond auf. Lass es einmal aufstoßen, also einmal aufkochen und dann nur ziehen lassen. Ja? Weil wenn du auch eine Suppe so die ganze Zeit wallend kochen lässt, ja, dann riecht zwar der ganze Laden hier nach der Suppe, aber alles, was natürlich als Aroma rauskocht, fehlt später in der Suppe drin. Ne? Alles mitgeschnitten? Okay. Jetzt nehme ich den Seeteufel, den Schwanz. Siehst du, wie jeder Fisch ist er da hinten ein bisschen schmäler. Dann gibt es ja den uralten Trick. Einritzen, umklappen. Ja? Dass ich so ungefähr den gleichen Garpunkt habe, vorne wie hinten. Zitronenabrieb, Bio-Zitrone natürlich, ja, ganz klar wegen den Pestiziden. Und jetzt klappe ich das Ganze ein. Ich würde jetzt mal sagen, rundherum anbraten, ungefähr 2 Minuten. Dann in den Ofen bei 120 Grad für 8 Minuten. Und das Ding ist gar innen noch schön glasig, kann man Scheiben runterschneiden. Wunderbar. Das ist jetzt unser Fond. Wir haben es einfach nur gemixt. Sahne habe ich noch keine drin. Probieren. Pfifferling ist schön da, hinten eine leichte Schärfe vom Pfeffer. Und heute Abend richten wir dann die Suppe im Glas an. Ja. Da kommt dann noch irgendwie frischer Schnittlauch mit dazu. Und dann oben drauf dieser weiße Kaffeeschaum. Ich muss so viel aufnehmen wie möglich, und weil wir wollen ja hier auch weiterkommen. Und das hat mir alles richtig tierisch viel Spaß gemacht. Wir müssen halt nachher den Kindern das so vermitteln, dass das im Endeffekt wirklich Farben sind, die man essen kann. Ja? Ich meine, Rot ist klar, da kann man mit den Kindern auch immer so ein bisschen spielen. Woraus kriegt man Rot? Tomate. Woraus kriegt man Grün? Spinat. Woraus kriegt man Gelb? Aus. Nee, bei Kindern würde ich nicht Senf sagen. Ich würde vielleicht sagen Mango und Curry oder Orange und Curry, weißt du? Ich habe ein neues Tier. Das ist der Rüsselsauger. Das Rüsselgesicht. Sieht richtig echt aus. Also wir waren bereits öfters hier mit unserem Sohnemann zum Spielen. Allerdings haben wir das Restaurant bis jetzt noch nicht besucht. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass man endlich mal ohne Kinder essen kann, ganz gemütlich, wirklich so im kleinen Kreis. Also ja, werden wir auch genießen heute Abend. Wie die Leute alle reinkamen, war schon ein bisschen ja, mulmiges Gefühl, komisches Gefühl. Weil so, wenn die alle auf einen zustürmen, da schon ein bisschen ungewohnt. Tisch 11, ja. Tisch 12 und ja. Tisch 5. Gut. Zwischendurch hatte ich auch zwar mal das Gefühl, das wird zu viel und sowas. Ich hätte am liebsten auch teilweise schon mal meine Sachen gepackt und gesagt, schau Jungs. Wenn ich sowas sehe, da hast du auch einfach Bock Kind zu sein, oder? Das ist immer nicht so schlecht, gell? Das sieht mal aus, als hätte ein großer Meister gemacht. Man weiß zwar die Art des Tieres nicht, aber es ist immer nicht so schlecht. Habt ihr alle Hunger? Ja!
alles sieht ganz schön aus. Das schmeckt super gut. Ich schreibe einen Namen. Dass die Erwachsenen ihr Essen gekriegt haben und die Kinder, das Buffet und sowas, das war dann doch schon ziemlich stressig, weil man muss dann ja alles koordinieren, wo was wann rausgeht und sowas. Und doch, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Nur Restaurant und nur Kinderparadies, glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber zusammen haben sie echt eine Chance, dass sie da auch hier wieder nach vorne kommen können. Ich denke mal, wir haben die heute alle so ein bisschen wachgerüttelt. Dass, wenn es mal nicht läuft, heißt es noch wirklich nicht, dass man aufgeben muss. Wunderschönen guten Abend. Seid ihr alle satt geworden? Ja. Hat's geschmeckt? Ja. Das ist hier eine super nette Familie, 4 Kinder. Es ist so ein richtiger Familienbetrieb. Und ich finde immer gerade solche Betriebe, die sollten wir echt nicht aussterben lassen. Das Essen war gut, dank Frank. Das ist übrigens der Koch im Haus. Kommt öfter, unterstützt den Frank, unterstützt die Familie. Der Mann kann kochen. Vielleicht haben wir jetzt einfach viel mehr den Mut, weil die Jungs uns den Weg jetzt einfach gezeigt haben. Wir haben jetzt dann fast gleich Feierabend und ich sagte dann immer, die Kochprofis sind raus.